Ja, hallo. In den meisten Datenbanken müssen wir irgendwann auch mal Datumswerte eingeben und da ist es ganz hilfreich, dass Access hier so ein Datumsauswahlfenster zur Verfügung stellt. Da können wir uns dann durchklicken. Wenn das Datumsfeld als Datum formatiert ist, dann sehen wir hier, Datumsauswahl anzeigen ist hier voreingestellt. Und wir haben aber die Möglichkeit, auch ein Eingabeformat festzulegen. Das mache ich mal hier. Dann brauchen wir nämlich nicht die Punkte immer mitschreiben. Das ist einfach komfortabler. Und manche Nutzer wollen auch lieber das händisch eingeben, das Datum, als sich durchzuklicken in dem Auswahlfenster. Ja, und dann können wir also hier mal ein Datum eingeben und sehen, das funktioniert prima. Allerdings, wenn ich jetzt hier nochmal das Fenster klicke, sehe ich, dass auf einmal die Datumsauswahl verschwunden ist. Offensichtlich funktioniert in Access beides nicht. Also entweder Auswahlfenster fürs Datum oder Eingabe mit Eingabeformat. Nun, ich will gerne beides nutzen und deshalb habe ich mal eine kleine Prozedur hier geschrieben. Ich habe hier eine Variable deklariert, p für Picker, und die soll mir mal den Wert des Datumsfeldes mit dem Fenster zeigen. Das lasse ich mir im Direktbereich mal ausgeben und da sehen wir, kriegen wir hier eine 1 ausgegeben. Eine 1 für wahr. Es ist also voreingestellt, dass das Fenster hier angezeigt werden soll. Und ich nehme das jetzt mal raus und dann lassen wir die Prozedur hier nochmal durchlaufen. So, und dann kriegen wir eine 0. Es ist also hier falsch. Ja, und jetzt habe ich mir mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir diesem Datumsfeld mit dem Datumsauswahlfenster in anderen Wert zuweisen. Und dazu gehe ich jetzt nochmal in das Datumsfeld rein und beim Ereignis, ich habe hier mal ausgewählt bei Fokus Erhalt, da öffnen wir jetzt nochmal, ja, und da weise ich jetzt diesem Datumsfeld mi.txt Datum von und dem ShowDatePicker, also dem Datumsauswahlfenster, den Wert 2 zu. Speichere das mal ab und dann gucken wir mal, was passiert. Ich gehe hier wieder in die Formularansicht und sehe da, das Datumsauswahlfenster wird mir hier wieder angezeigt und gleichzeitig habe ich aber auch das Eingabeformat. Kann also jetzt mit beiden arbeiten. Kleiner Trick, große Wirkung und wir haben das hier etwas komfortabler. Okay.